Ja, herzlich willkommen bei uns in den Geistesblüten. Wir sind hier und sitzen mitten im Universum von Esther Perwand. Und wie das halt so ist, wenn man in einer Buchhandlung ausstellt, kann es passieren, dass der Buchhändler erstmal erzählt, was er als letztes gelesen hat. Und ich habe als letztes gelesen Florian Illies, Liebe in Zeiten des Hasses. Das ist ein Buch, was sich um das Gefühl der Liebe dreht. Das ist eine Chronik, die Ende der 20er Jahre anfängt und bis Ende der 30er Jahre. Und er kommt ziemlich schnell zu dem Schluss, dass Frauen die Männer nicht mehr brauchen. Also ist diese Idee schon 100 Jahre alt. Sie brauchen Männer nicht mehr, wenn es darum geht, dass sie sich ihr Leben finanzieren lassen wollen, weil Frauen in den Großstädten wie Berlin längst Arbeit gefunden haben. Sie brauchen Männer nicht mehr, damit sie von A nach B gebracht werden, weil sie haben eigene Autos oder sie lümmeln sich gerne auf der Kühlhaube ihres Wagens. Sie lassen sich den Fahrtwind durchs Haar brausen, am liebsten dann, wenn niemand anderes als ein kleines Schoßhündchen neben ihnen sitzt. Mich ein bisschen enttäuscht hat aber, und ich konnte damit eigentlich doch ganz gut leben, Männer werden bei Frauen oder von Frauen auch nicht mehr gebraucht, wenn es um Sex geht. Ja, also in Florian Illies kommt in dem Buch ziemlich schnell zu dem Schluss, dass die Frauen in den 20er Jahren, in den letzten 20er Jahren, dafür auch ihre Freundin hatten oder sich selbst gefunden hatten. Warum ich Ihnen das aber erzähle, ist, dass Florian Illies in diesem Buch auch immer mal wieder bei Erich Kästner ist. Und Erich Kästner, ein mit Berlin sehr eng verbundener Schriftsteller, war ein Kaffeegänger. Und er war Muttis Liebling. Er hat Mutti immer zuerst alles erzählt, bevor wir Leser überhaupt was lesen durften. Und zu seinen Lieblingscafés gehörte am Potsdamer Platz das Café Josti. Da saß er am liebsten hinter der Scheibe. Er konnte einfach diesen Strom über Berlin überblicken. Er trank, wie er sagte, eine Melange, also einen Milchkaffee, lümmelte und krümelte immer auf seinem Bleistift rum. Und dann stellen Sie sich folgende Situation vor. Eine, wie er geschrieben hat, markante Frau fährt auf einem Fahrrad in den vorbei. Und die war deshalb markant, weil er einen sehr auffälligen Hut trug. Er stutzte, er staunte und biss fast seinen Bleistift entzwei. Am nächsten Tag wiederholte sich die Szene. Also wieder fährt eine Frau, die gleiche Frau, mit einem ausgesprochen aufregenden Hut an ihm vorbei. Und bevor er sie anspricht, schnappt er sich sein Notizbuch, den Bleistift und schreibt die ersten Notizen über Toni Hütchen. Und Toni Hütchen ist neben der Emils Mutter die einzige Frau oder das einzige Mädchen, was ja in Emil und die Detektive vorkommt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Toni Hütchen, die im Wahrgang einfach halt Margot Schönlang hieß, und na klar hat Erich Kästner sie irgendwann angesprochen, die sind auch sich nicht zu nahe gekommen, aber sie hat ihn schnell verstanden, hat ihm eine Wohnung gesucht und war dann eigentlich schon weg. Warum das trotzdem wichtig ist, Margot Schönlang hat ihm ihre Träume erzählt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, es wäre nicht Margot Schönlang gewesen, die er getroffen hätte, sondern Esther Perwand. Ja, wieder ein Hütchen auf, vielleicht auf dem Fahrrad unterwegs, sie fährt da lang und sie hätte Erich Kästner ihre Träume verraten, manchmal hätten wir alles lesen können. Nun geht es nicht, weil die beiden haben sich doch einige Zeit verpasst, denn in dem Moment, als Erich Kästner für immer die Augen schloss, war Esther Perwand noch immer ein Traum. Also springen wir gleich in die frühen 70er Jahre. Da gab es einen Moment, da hat Bundeskanzler Willy Brandt mit der DDR das Transitabkommen geschlossen und plötzlich war für bundesdeutsche, westdeutsche Bundesbürger wieder ungehinderter Verkehr nach Berlin möglich. Und mag es einen Zusammenhang geben, vielleicht war es ja auch rein zufällig, kaum war ungehinderter Verkehr möglich, schlüpfte Esther Perwand. Esther Perwand, und das ist wirklich jetzt nicht ausgedacht, ist ohne Mattscheibe groß geworden. Die ist lieber zum Abendessen in Kostüm aufgekreuzt. Sie saß also am Abendbrottisch irgendwann als Zwölfjährige, muss auf den Tisch gehauen haben und ihren Eltern gesagt haben, ich werde Modedesignerin. War klar, weil in diesem Kinderzimmer war ja eine riesige Kiste, also ein Fundus. Und sie hat dieses Versprechen eingelöst. Sie hat Mode studiert, ist dafür nach Paris gegangen, hat da ihren Masteranschluss gemacht. Sie hat einen Master gemacht an dem Institut Français de la Mode in Textil- und Modedesign. Sie hat vor 17 Jahren ihre Modemarke gegründet und wie ich finde sehr clever nach sich selbst benannt. Sie hat ihr Künstleratelier, ihren eigentlichen Workroom, ihren Showroom in Berlin-Mitte, in der Almstadtstraße. Die Crew hier drüben, ich hätte ja heute fast sagen, wo alle, die schwarz tragen, tragen Esther Perwand, also für einige stimmt es und zu den anderen, mit den anderen müssen wir heute im Laufe des Abends noch reden. Esther Perwand ist dafür bekannt, dass sie international und national sowohl in der Filmbranche als auch in der Musikbranche bekannte Männer wie auch Frauen einklärt. Sie ist auch mit dem Begriff Unisex-Mode verbunden.
Zu ihren bekanntesten Testimonials gehören Till Lindemann von Rammstein, der Kurenzis, der Dirigent, oder auch Sascha Graf, die Choreografin, aber auch Sven Marquardt. Oha, wir haben die Kurve geschlagen zum heutigen Abend. Sven Marquardt trägt auch Esther Perband. Möglicherweise hat sie zuerst seine Beine kennengelernt, aber genau das werde ich nachher ihn oder sie fragen. Er ist ja bekannt als Berlin Bouncer, er ist Fotograf und er ist seit vielen Jahren, seit 2015, Fotograf und Dozent an der Ostkreuzschule für Fotografie. Er ist in Ost-Berlin aufgewachsen und machte seine Ausbildung zum Kameramann und Fotograf bei der DEFA, hat parallel immer schon Porträts fotografiert. Dieses Ausscheren ist ganz typisch für Sven Marquardt. Und er hat ziemlich schnell sich so bemerkbar gemacht, dass er eigentlich für das Flaggschiff der DDR im Bereich Print, nämlich für das Modemagazin Sibylle, fotografiert hat und das bis zum Mauerfall. Die Sibylle, müssen Sie sich vorstellen, war so etwas wie die Ostvogue. Es gab wirklich ausgefeilte redaktionelle Beiträge und die haben auf Ratgeberecken verzichtet, aber alle wollten natürlich die Bildstrecken sehen. Und zu diesen Bildstrecken trug Sven Marquardt natürlich auch seine Signatur bei. Man kennt ihn auch von, wenn man weggeht aus Berlin, wenn man weggeht in Berlin. Man kennt ihn jetzt als Dozent und das fand ich so wunderschön und ich konnte es mir einfach nicht merken, dass ich einfach sagte, Mensch, das muss ich mir da abpinseln. Auf der Seite der Ostkreuzschule, wo er seit 2005 als Dozent tätig ist, schreibt die Schule über ihn, Sven Marquardts lässig melancholischer Style hat in den 90er, 80er Jahren reichlich Wave-Einfluss getankt und sich in Grabsteinnähe romantisch durchglühen lassen. So, aber jetzt beamen wir uns erstmal auf den schwarzen Stern, auf den Astro Noir. Begrüßen Sie mit mir Esther Perband und Sven Marquardt. Vielen Dank. Zauberhaft, wir haben uns extra schwarze Mikros geliehen. Wir freuen uns total, dass ihr beide da seid. Für uns ist dieser... Die Mikros in dem Fall, nö. Also unsere, wir hatten glaube ich letzte Woche die gelben, weil das auch wunderbar zum Thema passt. Da hast du verpasst, Sven. Reden wir gleich nach. Aber bei unseren Veranstaltungen muss ja Gott sei Dank keiner nachsitzen. Wir haben uns bewusst so gedreht, damit sie unsere eingeladenen Gäste von vorn sehen können. Alles andere ist ja sowieso Staffage. Issa, du hast dein Universum bei uns ausgestellt, aber ich sagte zunächst ja erstmal, sprach ich von Erich Kästner, von Ponyhütchen. Vor 17 Jahren hast du deine Modemarke gegründet und nach dir benannt und du hast ausgerechnet in der Nummer 17 unseres Magazins ein Interview gegeben und du hast ordentlich ausgepackt. Es gibt wenig von dir, was man nach diesem Interview nicht weiß. Was du nicht verraten hast, ist die Sache mit Ponyhütchen. Wann hast du dich entschieden, dass du dir tatsächlich den Hut aufsetzt und deine eigene Marke gründest und seit wann ist die Kappe dein Markenzeichen? Es ist wirklich schwer, da einzusteigen. Also so viel Komik werde ich nicht an den Tag legen können wie du, Christian. Ich gebe mir echt Mühe. Also zwei verschiedene Dinge. Das Hütchen kam ja erst später, weil du hast es gerade so parallel gesagt mit Hütchen aufsetzen, eigene Marke. Nein, ich habe das schon verstanden, aber wir können ja bei den 17 Jahren anfangen, als du die Marke gründetest und irgendwann hast du dir die Mütze aufgesetzt und beides würde ich gerne erzählt bekommen. Also, die erste unsichtbare Mütze habe ich mir aufgesetzt im Jahr 2003, 2004, als ich meine Marke gegründet habe, aber das ist ja eigentlich uninteressant. Ich glaube, spannender wird es dann, als die sichtbare Mütze irgendwie kam. Die Geburt dieser Mütze hat auch tatsächlich 3 Jahre gedauert. Ich hatte davor ein Jahr, wo ich eine Plastik-Baseball-Kappe mit Kette vorne, so ein richtig prolliges Gerät getragen habe. Habe aber immer gedacht, das ist nur die Übergangsphase, bis ich endlich das gebäre, was sozusagen mein eigenes ist. Und dann war es einen Tag da, plötzlich bin aufgewacht, muss vorne aussehen wie so ein bisschen französische Postboten, hinten Baseball-Kappe. Am Flughafen wurde auch schon mal gesagt, irgendwie, wie heißen die? Bergmilitär, Bergjäger,
Minenarbeiter, weiß ich nicht. Was, Mini-Arbeiter? Nee, Minenarbeiter. Minenarbeiter. Minijobber. Job, ja, also. Also es ist, natürlich ist ein Esther Perband-Look und da sind wir auch gleich bei dir und der Farbe Schwarz, weil stimmen die Gerüchte, hast du dich zunächst farbenfroh ausprobiert oder immer mal wieder in Farbe, bist immer mal wieder in Farbe gegangen, aber Schwarz ist was Signifikantes. Schwarz steht für Verführung. Es gibt Berufsgruppen, in denen diese Farbe gewählt wird, weil sie einfach auch eine gewisse Dominanz ausstrahlt oder auch eine Glaubwürdigkeit. Was verbindest du denn mit Schwarz? Also in der Tat war es so, dass ich, als ich angefangen habe, noch sehr farbenfroh war. Ich habe selber viel Pink getragen, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Ich habe aber auch in Südfrankreich bei einer Firma gearbeitet, die eben sehr, sehr bunt war. Und das habe ich so in meine eigene Marke erstmal mit reingetragen und habe irgendwann den Bruch gemerkt, dass ich selber eigentlich fast nur noch Schwarz trage in meinem Laden, aber viel Farben hingen. Und da habe ich gesagt, irgendwas stimmt da nicht mehr. Und warum ich eigentlich selber Schwarz getragen habe, weil ich irgendwann gemerkt habe, also es kommt natürlich auch so ein bisschen, dass ich, glaube ich, sensibel bin dafür, durch diese, du hast gesagt, diese Verkleidungskiste, wo ich viel ausprobiert habe mit, was macht Bekleidung mit einem? Wann fühlt man sich stark? Wann fühlt man sich schwach? Wann fühlt man sich schön? Das sind ja ganz feine Dinge. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, am stärksten fühle ich mich einfach, wenn ich Schwarz trage. Das gibt mir einen Schutz, das lässt mich erstrahlen, das lässt mich wachsen. Und dann habe ich gesagt, dann ist es doch das, was ich eigentlich auch anbieten möchte und muss. In dem schriftlichen Interview hast du genau dazu gesagt, dass du mit deiner Mode ja auch den Frauen, wie auch Männern, aber wir reden jetzt mal primär über die Frauen, ihnen auch eine Stärke geben möchtest durch deine Looks, durch deine Outfits. Würdest du uns alle am liebsten in Schwarz sehen? Ja, nee. Dann wäre es ja auch wieder langweilig. Also ich freue mich über jeden, der in meinen Laden kommt und sagt, ich möchte das mal ausprobieren, berat mich doch mal sehr gerne. Und ich kriege wunderbares Feedback eben genau für diese Stärke, kriege Postkarten. Ich habe den Job gekriegt, weil ich deine Sachen anhatte. So. Das freut mich natürlich total. Aber ich gehe auch gerne durch die Welt und schaue andere Dinge an. Und wenn ich nicht dieses Label gegründet hätte und so die an meiner DNA gefeilt hätte, würde ich vielleicht auch was anderes machen und Farbe. Aber es ist nun mal mein Universum geworden. Bitte nicht alle Uniform. Was muss denn passieren, dass du dich ärgerst und Schwarz siehst? Was ich am schlimmsten finde, sind mehlige Äpfel. Weil ich verstehe nicht, wie ein Apfelbauer sich trauen kann, sowas irgendwie in den Supermarkt zu liefern. Das macht mich richtig wütend, weil ich liebe Äpfel. Ich fange meinen Tag mit einem Apfel an und wenn der einfach scheiße schmeckt, dann ist der Tag schon mal nicht so gut. Aber auch hier möchte ich mich lieber pink ärgern über etwas und schwarz freuen über was Schönes. Du hast deine Mode auch immer mal wieder auf der Berlin Fashion Week gezeigt, wiederholt auf der Berlin Fashion Week gezeigt. Und hast dir da auch immer was Originelles einfallen lassen. Deine Catwalks waren nie ausgetrampelte Pfade, sondern du bist abseitig gegangen an Orte, die man vielleicht nicht in erster Linie mit Mode verbindet. Du hast dein 15-jähriges Jubiläum in der Volksbühne gefeiert. Die Tickets waren nur ausverkauft. Man kam eigentlich nur unter der Hand dran. Und eines der Testimonials, die damals für dich lief, war Vera Lehndorf, besser bekannt als Veruschka. Die eigentlich auch ein gespiegeltes Ensemble hatte zu dem, was du auch an dem Abend getragen hast. Wie von langer Hand bereitest du dich auf so eine Inszenierung vor? Glaubst du immer, dass Mode präsentieren ein großes Event sein muss? Nicht immer und generell. Ich glaube, es ist einfach mein Weg. Ich habe für diese Präsentation und Modenschauen auch sehr harte Kritik bekommen von Modekritikern, weil die immer gesagt haben, bei Esther geht es immer viel mehr um alles drumherum, aber nicht um die Mode. Und das hat mich damals sehr gekränkt, weil ich dachte, das stimmt doch gar nicht. Aber eigentlich hatten sie recht, es stimmt. Und das liegt, glaube ich, in meiner Natur und liegt daran, warum wir jetzt hier vor Kunstwerken von mir sitzen, weil ich kann nicht einfach nur Mode machen. Da würde mir, glaube ich, langweilig werden. Und ich muss immer größer denken oder ich liebe es halt einfach interdisziplinär zu arbeiten. Ich brauche immer wieder auch
Ich muss immer wieder ausscheren und was anderes machen, um dann wieder die Sehnsucht und Liebe für Mode zu spüren und dahin wieder zurückzugehen. Ja, ich plane das gar nicht so. Das ist eher intuitiv und ich weiß, das muss genau so sein. Dafür brauche ich das, dafür brauche ich die Drehbühne und dann brauche ich noch den schwarzen Regen, der danach kommt. Und dann muss noch jemand den Spruch "Empört euch" an die Wand malen und es wird immer größer und größer und größer. Das ist auch hier wieder, I can only think big. Ich hätte ja auch irgendwie kleinere Dinge machen können, die man vielleicht auch mal verkaufen kann oder so. Ging nicht. Ja, also wir mussten ja den drei Kann ich ganz kurz unterbrechen? Warte mal ganz kurz, weil ich habe extra diese Jacke für dich angelassen, weil du gesagt hast, es sieht so hübsch aus, aber es wird ein bisschen warm. Kann ich mal ganz kurz? Darf ich kurz die Jacke? Ich habe auch extra, weil das da drunter habe ich extra für Sven angezogen. Kannst du mal kurz sagen? Ja. Also geplant ist, dass Esther Ferber sich heute 10-mal umzieht, damit sie 10 verschiedene Outfits präsentiert bekommen. Und sie können natürlich alle kaufen. Ab in nächster Woche auf der Seite estherferber.com. Nein, das ist natürlich fast ausgedacht, aber... Lass uns mal ganz kurz bei Sven hat gemeckert letztes Mal, dass ich keinen Tüll trage beim letzten Event. Und deswegen habe ich gesagt, okay, deswegen trage ich heute Tüll für Sven. Der fährt platt. Hä? Also dazu kommen wir auch noch mal später, dass dieser Herr eigentlich immer meckern lässt. Du, während ich dir die nächste Frage stelle, kannst du deinen Tüll auftuffen oder noch einen Schluck trinken. Wie viel Berlin steckt denn in deiner Mode? Findest du, dass du für das stehst, was man den Berlin-Look nennt oder den Berlin-Style? Das würde ich mir niemals anmaßen, selber zu behaupten. Es wird behauptet. Was ich immer sage, ist, dass mein Stil der Mix ist aus den drei Städten, die für mich in meinem Leben ganz wichtig waren. Und das ist natürlich Berlin, weil ich hier geboren bin, aufgewachsen bin. Das ist so ein bisschen das Punkige, Rock'n'Rollige, Atzige, manchmal auch Prollige oder so. Und dann ist es eben Moskau, wo ich 3 Monate gelebt habe. Und das ist natürlich die Strenge, diese Uniform, das Hochgeschlossene, das Konstruktivistische, das Architektonische. Und dann eben Paris, oder auch Frankreich generell, die 2,5 Jahre dort, die dann noch so das Polishing, den Feinschliff, das Edle, den Lippenstift, das Feminine so dazu. Und ich finde, eigentlich ist es genau dieser Mix. Und nur eine Stadt hätte den Look nicht gebären können. Nur alle drei zusammen. Und du bist also auch diplomatisch vorgebildet und hast das alles richtig gemacht. Du bist ja auch immer mal wieder in den Städten. Du warst gerade in Paris, bist jetzt wieder da. Du wirst auch verbunden mit dem Begriff Unisex-Mode. Das hatte ich nur kurz anteasen können in der Art und Weise, wie ich dich dem Publikum erklärte. Nun verwischen immer mehr die Grenzen zwischen den Geschlechtern. Warst du da deiner Zeit voraus? Ich finde es total furchtbar. Weil es stimmt einfach nicht. Wir sind nicht gleich. Ja. Und es funktioniert auch körpermäßig nicht. Und das war, ich habe das 10 Jahre durchgespielt bis zum Ende. Und weil ich immer diese Brücke, dieses Image haben wollte, ich bin eine Unisex-Marke. Und habe jetzt 3 Jahre das eigentlich nicht gemacht, weil ich einfach Lust auf Weiblichkeit hatte, auf Femininität. Und habe es Gott sei Dank, also es hat ja 15 Jahre, 16 Jahre gedauert, aber man lernt ja nie aus. Ich habe irgendwann begriffen, da ist eine Frau da draußen, die Lust auf meine Bekleidung hat, die hat aber keinen androgynen Körper, sondern die hat einfach Busen, die hat Hüfte. Und ich habe dann eben angefangen, wirklich zu sagen, okay, ich konzentriere mich mal jetzt auf die Frauen und gehe auch bis Größe 46. Das ist jetzt auch noch nicht total groß, aber es ist alles mit Kosten verbunden. Ich kann nicht auch immer jede Größe mehrfach da haben, aber einfach zu sagen, warum sollen die Frauen denn eben nicht das anziehen dürfen, sich stark fühlen können? Und es ist natürlich auch ein großer Markt. Und dieser Markt von Unisex-Mode ist eigentlich so eine Nische. Und da passen so wenig Körperformen rein, dass es, also Geschäft, wenn ich jetzt als Geschäftsfrau rede, sozusagen eigentlich bescheuert ist. Und ich fange jetzt wieder ein bisschen an, weil ich natürlich seit einem Jahr viele Beschwerden bekomme von Männern, die sagen, sie wollen aber bitte auch so cool sein. Und jetzt fange ich schon wieder so einen kleinen Balanceakt an,
Ja, am liebsten würde ich einfach, keine Ahnung, im Lotto gewinnen und ein großes Team aufbauen und sagen, ich mache einfach beides. Ich glaube, dieses fleißig sein müssen tut dir wahnsinnig gut und du hast einfach auch geballte Weiblichkeit mitgebracht. Die beiden können nicht für sich selbst sprechen, weil sie keine Münder haben. Du hast zwei Puppen neben dir stehen, zwei Outfits, auf die wir beide, ich wusste nicht, wie sie aussehen werden, aber du hast verraten, dass was unterwegs sind. Wir haben in diesem schriftlichen Interview auch kurz über Wortgewalt und Wortmacht gesprochen, dass du mit Worten arbeitest und Worte überträgst in Stofflichkeit. Und du hast versprochen, du würdest zwei Outfits entwickeln aus dieser Idee mit Worten arbeiten. Und das scheinen die zu sein. Das sind sie und sie sind tatsächlich entstanden aus einem Artwork. Man sieht da nur die Edition an der Wand, also die kleine, die 40x40 Variante. Es gab dazu ein 80x80, eine 80x80 Variante, die aber schon verkauft ist und hängt in einer schönen Wohnung in Berlin. Da drauf ist ein Text zu lesen, das sind Auszüge aus einem Songtext, den ich mal geschrieben habe vor 2 Jahren. Das sind eigentlich so Erinnerungen, Gefühle aus meiner Erfahrung aus dieser Fernsehshow. Und es ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob da auch, aber es ist dieser Satz, everything you want is on the other side of fear, was so mein stetiger Begleiter ist. Das ist so ein bisschen mein Mantra, weil ich gehe nicht ohne Angst durch die Welt, mag man vielleicht denken, aber ich habe eigentlich immer, jetzt darf ich das nicht sagen, aber die Hosen geschissen voll. Aber ich mache es dann irgendwie mal trotzdem. Und immer dieses Überwinden von Angst ist einfach, finde ich, so ein toller Moment. Und ich muss dann immer wieder auch an Rio Reiser denken. Wir haben nichts zu verlieren außer unserer Angst. Aber das ist so ein bisschen das, was textlich ist. Und es ist am Ende aber eigentlich auch nebensächlich, was der Inhalt des Textes ist, sondern ich gestalte gern mit Text. Meine erste Kollektion waren auch Auszüge aus meinem Tagebuch. Und das war immer Wunsch, dass ich diese Kunstausstellung mache und dass am Ende aber diese Kunst auch wieder meine Bekleidung inspiriert. Und genau das ist passiert. Ich hatte dieses Kunstwerk und dachte, irgendwie muss ich damit aber auch noch was machen mit Bekleidung. Und das sind natürlich Ausstellungsstücke. Das ist jetzt nichts, was ich im Laden verkaufen würde. Aber das ist so ein schönes Beispiel, dass für mich das einfach verschwimmt. So. Und das macht mir einfach wahnsinnig Freude. Und jetzt braucht man keine Angst haben, dass bei mir im Laden nur so was hängt oder nur so ein Tüllgetuff. Also ich mache sehr, sehr tragbare Bekleidung, aber eben nur in Schwarz. Ich hatte Finn auch gesagt, wir sitzen in deinem Universum, im Esther Perband-Universum. Es ist ja kein Geheimnis, dass du uns häufig in den Geistesblüten besuchst, wir auch über Bücher reden und du auch über Geschwindigkeiten mit uns gesprochen hast, dass du die Geschwindigkeit beim Lesen selber hoch oder runter regeln kannst, dass du in verschiedene Rollen schlüpfen kannst, dass du weniger Film guckst, dass dir die Welt irgendwann nicht mehr reichen würde, obwohl du sie immer wieder neu anstößt oder veränderst, war eigentlich klar, aber die Welt ist nicht genug, klingt eher nach James Bond als nach Esther Perwand. Aber es gibt natürlich irgendwie dieses Hodgkins-Gesetz der parallelen planetaren Entwicklung. Du bist ein Kind der 70er Jahre und auch wenn du keine Mattscheibe hattest, hast du vielleicht das eine oder andere Mal Raumschiff Enterprise gehört oder gesehen oder dir hat jemand davon erzählt, weil dieses Gesetz besagt, dass sich auf verschiedenen Planeten, unabhängig der Lebensraum und des Lebensraums, immer ganz ähnliche Dinge abspielen. Ja, also da treffen Kreaturen nicht nur, was die Biologie angeht, wiederholt aufeinander, sondern auch ihre Kultur ähnelt. Dass eigentlich klar war, sollte unser Universum hier mit der Erde tatsächlich irgendwo anders gespiegelt sein. Und das ist das Esther Perband-Universum, was dort gespiegelt ist. Dann war ja für uns alle vorhersagbar, dass es da einen Astro Noir geben muss, einen schwarzen Stern. Nun hast du deine Ausstellung danach benannt und jetzt wäre es natürlich ganz schön, wenn du uns im Sitzen mal durch die Ausstellung führst und vielleicht auch etwas zu den Kunstformen, zu den Lebensformen auf deinem Stern erzählst. Wow. Okay, ich probiere es mal. Also wie die Lebensform auf meinem Planeten aussieht, also ich möchte eigentlich eine neue Geschäftsidee, ich möchte eigentlich einen Friedhof
aufmachen. Das wäre doch toll, oder? Also wenn man sich beerdigen kann, irgendwo auf einem... endgültig, aber ja. Ja, aber besser als hier auf einem komischen Friedhof, wo keiner mehr hingeht und immer so die Blumen welk sind. Es ist so ein bisschen wie bei, wie heißt der Film, mit der Liebe zwischen der alten Frau und dem jungen Mann, wo sie den Ring ins Wasser schmeißt. Ja, thank you. Ja, weißt du, und jetzt ist so, alle sind so, um Gottes Willen, aber er sagt, nee, ist doch super, dann weiß ich immer, wo er ist. Und das genau das Gleiche ist. Ich bin ja hörgeschädigt, wie heißt der Film? Harold and Maud. Ach so, Harold and Maud. Ja. 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 Wir fangen mal sachte an mit klar, hier den. Bei den Größten, oder? Bei den Größten, okay. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Vielleicht noch mal kurz? Also, weil ja, unbedingt. Okay. Weil es war auch gar nicht so geplant. Ich hatte das Glück, dass ein Galerist aus Leipzig, Jochen Hempel, einfach in meinen Laden geschlappt kam und gesagt hat, hast du nicht mal Lust, meine 400 Quadratmeter Galerie zu bespielen? Und ich bin immer sehr impulsiv, habe sofort gesagt, ja, ohne zu wissen was. Und dann gingen so die Monate ins Land. Erst sollte es eine Gemeinschaftsausstellung sein. Und irgendwann hat Jochen gesagt, nee, wenn du da eine Ausstellung machst, dann musst du schon so eine Einzel-Solo-Show machen. Und das Tolle an der Zusammenarbeit mit Jochen Hempel war, dass er mir eigentlich wie so ein weißes Papier gegeben hat. Er wusste nicht, was ich mache, bis eigentlich 2 Wochen vorher und hatte vollstes Vertrauen. Ich wusste ja auch nicht, was ich mache. Und ich bin eigentlich an diese Aufgabe gegangen, wie damals an so eine Show in der Volksbühne. Es muss eine Performance sein. Am besten noch mit Tänzern, die von oben runtergeseilt kommen, schwarzes Dinner und dann irgendwie interaktive Kunstwerke. Wieder so das ganze Paket. Und je länger ich dann an diesen Werken, ich habe dann irgendwie angefangen. Und je länger ich eigentlich, oder je mehr ich gesehen habe, was da entsteht, und dann bin ich auch mal hingefangen nach Leipzig und habe so die ersten Werke hingebracht und so an die Wand gelehnt, habe ich gemerkt, es braucht überhaupt nichts drumherum. Und das war ein sehr spannender Prozess für mich, der aber auch mutig war, weil ich musste sozusagen alles andere ein bisschen loswerden. Und davon abgesehen ging es natürlich darum, in meiner Materie zu bleiben, also in Stofflichkeit zu bleiben, weil das ist mein Erbe, mein Heritage. Ich arbeite mit Stoffen, ich arbeite ja selbst in meinen Kollektionen, sehr skulptural manchmal, mit einem Stoff, der nennt sich Deutschleder, der ist ganz fest, wird eigentlich so für Arbeitsbekleidung benutzt. Und damit kann man eigentlich fast so Skulpturen um den Körper bauen. Und da ist auch so ein Begriff entstanden, textile Landschaften, textile Skulpturen. Und das wollte ich machen, also eigentlich dreidimensional irgendwie werden. Und eigentlich, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich das, wovor wir hier sitzen. Das ist ein Triptychon. Und man sieht eben hier auf dem Rechten jemand, der schon mal Schnitte von Bekleidung gesehen hat. Er kennt vielleicht auch, das sind wirklich Schnittteile, Ärmelteile, Hosenteile, die einfach so aneinander gesetzt wurden, dass sie aussehen wie, wenn man mit einem Flugzeug so über die Landschaft fliegt und so die Felder sieht in den leicht unterschiedlichen Farben. Und ich habe eben auch unterschiedliche Stoffe, Materialien benutzt, um einfach auch nochmal dieses Black is colorful, was ja auch so zu meiner DNA gehört. Ich finde eben, Schwarz hat so viele Schattierungen, je nachdem, jeder Stoff reagiert anders mit Licht. Und das zweite davon ist genau das gleiche Muster, aber dann habe ich sozusagen meinen zweiten Berufswunsch so ein bisschen aus der Schublade gekramt. Das wäre nämlich Architektin gewesen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mal eine Stadt draus, entscheide, welche Häuserblocks oder welche Häuser werden zu einem Häuserblock, wo will ich Straßen haben, wo will ich vielleicht eine Parkanlage, Parkplatz, und bin sozusagen in diese Dreidimensionalität gegangen. Und das dritte ist auch wieder genau das gleiche Motiv, aber sozusagen wie als wäre die Stadt kollabiert, als hätte sich die Natur wieder das zurückgeholt, was man ihr genommen hat. Und ja, ich glaube, dieser Begriff textile Landschaften wird da eigentlich so am deutlichsten. Mode und Kunst, beide brauchen Fantasien, aber beide haben ein anderes Tempo. Und Tempo und Geschwindigkeit ist ja auch etwas, was dich die ganze Zeit auch triggert. Irgendwie, da ist immer jemand, der dir eigentlich so in den Oberarm pinscht und drückt und zwickt. Und vor allem
kommt bei Kunst ja auch hinzu, du musst nicht in zwei Jahresabschnitte denken. Du musst nicht Jahreszeiten denken. Du kannst dich eigentlich, wenn nicht gerade ein Galerist aus Leipzig oder demnächst vielleicht woanders hier dich drängelt und sagst, ich habe dann die leeren Räume und dann musst du auch liefern. Du kannst dir im Grunde genommen ganz viel Zeit lassen. Warst du unängstlicher bei der Kunst an der Wand als du bei der Mode, weil du ja auch da offensichtlich einem Druck standhalten musst? Du musst ja zum nächsten Halbjahr wieder mit einer bestimmten Entwurfszahl präsent sein und dich nach Möglichkeit auch wieder ein Stück weit neu zeigen. Also unängstlicher war ich nicht, weil ich habe mich ja völlig auf ein unbekanntes Territorium begeben und ich war mir schon nicht ganz sicher, wie die Außenwelt das so annehmen würde. Also A, wusste ich selber nicht, ob es gut wird oder ob nicht meine großen Kritiker dann wieder sagen, ach so, jetzt musst du auch noch Kunst machen. Ich weiß, was du meinst, weil in der Literatur kommt es in letzter Zeit immer häufiger vor, dass vor allem Schauspieler jetzt auch Romane schreiben und die müssen sich in den Interviews auch häufig die Frage gefallen lassen nach dem Entweder-Oder. Es kann doch nur eins ganz funktionieren. Also sind Sie dir mit solchen Fragen auch gekommen? Nee, Gott sei Dank nicht. Habe ich nicht erlebt. Das ist sozusagen meine eigene Geschichte, meine eigene Angst. Ich muss, glaube ich, sagen, dass das Corona-Jahr mir geholfen hat, weil ich war wirklich, ich habe viel gearbeitet die ganze Zeit. Also ich habe keine Auszeit gemacht. Aber trotzdem hat es mir die Möglichkeit gegeben, mir überhaupt sowas vorzustellen. Dass ich einfach sage, ich arbeite mal 3 Monate nur da dran. So, mit Hilfe natürlich von tollen Assistentinnen und Praktikantinnen. Momentan könnte ich mir das null mehr vorstellen, nochmal wieder mich so rauszuziehen und sowas zu machen, was ich sehr, sehr schade finde. Und deswegen könnte ich auch gar nicht sagen, wann ein nächstes Projekt wie sowas wieder sein darf. Ich wünsche es mir sehr. Letzte Woche saß auf deinem Platz Sunny Mellis. Und wir hatten einen Berlin-Ungarn-Abend gemacht und sie ist regelrecht ausgerastet im Guten, was deine Kunst angeht. Sie findet dich ausgesprochen talentiert. Sie hat sogar dein Interview in der Pause vorweg gelesen, ist auch da hochgehalten, hat sich davor fotografiert und dann auch irgendwann ein Stichwort gegeben, was ich mir so gar nicht gedacht habe. Das ist so einleuchtend. Du kannst groß. Du kannst großformatig und das ist ein ausgesprochenes und auch ein scheinbar sehr seltenes Talent, dass man das so aus dem Stegreif kann. Und sie hat sich gewünscht, und ich soll dich danach fragen, ob du dir Bühnenbild vorstellen könntest, weil du machst ja zum Beispiel für die Komische Oper, da kleidest du Personal ein, aber da bist du ja wieder am Körper. Warum nicht auch Bühnenbild? Also sie würde dich wahnsinnig gerne, sie würde gerne in so einer Esther-Perwand-Umgebung spielen. Kannst du dir das vorstellen? Ja, kann ich mir total, weil ich glaube, da würde auch wieder dieser zweite Wunsch, dieses Architektonische, total reinspielen. Ich könnte es nicht selber umsetzen, aber ich hätte total Lust, Freude daran, mit einem entsprechenden Team, mit Tischlern irgendwas umzusetzen. Sag ihr Bescheid. Wir geben die Nummern gleich weiter. Würdest du auch so weit gehen, dass du an anderer Veranstaltung habe ich darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn man Kunst nur einer einzelnen Person zur Verfügung stellt. Es war ein Beispiel eines Buchs, was es nur einmal auf der Welt gibt. Und der Autor hat diesen Roman für jemanden geschrieben. Und dieser Roman liegt jetzt, was man sonst so gehört hat, über hochpreisige Geigen, nur in dessen Safe. Würdest du so weit gehen und sagen, du machst eine Ausstattung wie eine Wohnung für einen Single-Haushalt, für einen absoluten Einzelgänger und wüsstest, außer dir und ihm wird niemand diese Wohnung betreten? Puh, interessant. Ja, aber ich glaube, dass das, was mir ja Freude macht, ist der Schaffensprozess, das Kreieren und nicht das, dass am Ende dann viele Leute stehen und klatschen. Es dürfte nicht nur das sein, weil ich glaube, ja, ich brauche auch ein bisschen das Leute. Applaus ist toll und den bekommst du ja auch gleich, aber vor deinem Fenster steht ja auch mal immer jemand, der vielleicht klatscht, weil du unpünktlich bist und der unbedingt neue Hosen braucht. Er heißt Sven Marquardt, er ist auch heute hier. Ihr seid befreundet. Startete eure Freundschaft tatsächlich damit, dass du seine Beine kennengelernt hast und ihn vermessen hast? War das der Anfang eurer Freundschaft? Nee, war es nicht.
Wie habe ich Sven kennengelernt? Oh, Sven, du musst mir helfen. Aber ich, es war über Black Mountain. Echt? Wir fragen ihn gleich nochmal. Das ist ja, vielleicht kann er das. Wie ein Verhör denn nachher? Das ist ein Verhör, genau. Alles, was ich nicht antworten kann, muss Sven beantworten. Nee, aber es ist, das ist ja eigentlich das Spannende, dass wir beide aus Berlin kommen. Ich habe es ja auch gesagt im Interview. Wir sind in der gleichen Stadt geboren, aber in unterschiedlichen Ländern und haben sozusagen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven irgendwie miterfahren dürfen, wie diese Stadt zusammenwächst auf einer kreativen Ebene und das irgendwie, aber jeder für sich, glaube ich, so gefeiert und mitgenommen. Und es hat dann noch Jahre gedauert, bis unsere Wege sich eigentlich überschnitten haben. Und ich glaube, es fing so ein bisschen an, dass Sven einfach extrem modeaffin ist. Also ich kenne kein größeres Fashion-Victim in dieser Stadt als Sven Mark. Also er ist eigentlich so, er ist so mein Trend-Scout. Also selbst beim Sport guckt er sich die ganzen Modenschau, er weiß immer, was up to date ist irgendwie so und kann immer sagen, hier ist er, nee, aber das und machen wir es mal hier so und so. Es ist total, es ist eher so mein Auge. Das finde ich total spannend. Und ich glaube, weil er so modeaffin ist, und ich meine es überhaupt nicht böse, ich finde das faszinierend, weil ich mache das nicht. Ich gucke mir keine Modenschauen-Filme irgendwie an. Also ich freue mich total, dass ihr beide da seid. Es gibt ja viele Anlässe zu feiern. Es gibt einen neuen seit letzter Woche. Halten euch einige oder zumindest zwei, drei für ein Ehepaar. Ihr wart auf einem Event und danach hieß es, jetzt gibt es das Couple Perband Marquardt. Was war da los? Ging es nicht nur um Tonschuhe? Ich habe bisher überhaupt gar nicht mitgekommen. Wir waren bei Adidas zum 20-Jährigen. Du bist ja noch nicht verheiratet. Genau, du kannst mal dich zurücklehnen. Du bist noch nicht dran. Hast du die Choreografie durcheinander gebracht? Ja, du hast die Choreografie durcheinander gebracht. Nein, also das Lustige ist, das muss ich jetzt noch vorwegnehmen, dass als ich Sven eigentlich noch nicht so gut kannte, hatte ich immer die Vision, ich mache mal irgendwann ein Musikvideo und in dem Musikvideo soll es darum gehen, dass ich Sven Marquardt heirate. Aber so total kitschig amerikanisch, ja, hat Niki sich auch mit ausgedacht. Ja, aber ey, müsst das, so, weil fanden wir irgendwie gut. Klärst du uns alle auf, wer ist der Niki? Lauda oder? Nicolas Mockridge hat das, hat immer gesagt, ihr, das wäre doch geil, wir machen ein Video und so. Und dann heiratet ihr und lauft so in, weiß ich nicht, wo heiraten die immer alle in Amerika, so auf die Kirche, super. Fand ich auch total großartig, es kam leider nicht zu dem Video. Dann habe ich ihn aber kennengelernt. Wurdest du eigentlich in Schwarz heiraten? Soll ich erst die andere Frage beantworten? Nee, aber wir spielen jetzt ganz viele Fragen. Nee, mach erst mal die eine und dann die andere. Okay, gut. Genau, also das, dann habe ich ihn kennengelernt. Und letzte Woche waren wir bei einem Adidas-Event. Es ging um Turnschuhe. Und weil Sven immer relativ früh schon sein Nachthemd bügelt, habe ich ihn zur Tram gebracht. Und bin dann... Du bist noch nicht dran. Und bin wieder zurück zum Event gegangen, zum Adidas-Event. Und dann kam mir ein freundlicher Herr hinterher und hat gefragt, ob denn, er hätte mich doch gerade schon gesehen mit diesem Herrn, mit diesem Fotografen, ob das denn mein Ehemann sei. Und er ist ganz fasziniert von ihm und er sei selber Fotograf und er hätte uns gesehen, ist ganz schnell nach Hause gerannt, um eine Kamera zu holen und uns dann wieder in den Straßen von Berlin zu suchen und Fotos zu machen. Aber da musste ich ihn leider enttäuschen, er hat gesagt, nee, er ist schon... Nee, der weiß ja, dass ihr heute Abend hier seid und der wird natürlich danach von euch da draußen Kameras machen, aber vielleicht könnt ihr für den Moment mal tauschen, damit alle sehen, Sven Marquardt ist da, Esther Perband wird jetzt noch beklatscht, weil du liebst der Applaus. Ja, ich freue mich total, dass du da bist und vielleicht kannst du dir das Mikro anstecken, das wäre super. So, jetzt darfst du. Mein Chewbacca nehme ich auch mit.
Das muss man anstecken oder kann man das auch halten? Du kannst es auch die ganze Zeit halten. Du kannst ja auch immer mal wieder da reinsprechen und, und guck immer schön auch in die Kamera. Sven Marquardt, freue mich total, dass du da bist. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, total gern. Und wie das bei Paaren und auch wenn sie ausgedacht sind, wenn sie ausgedacht ist, immer so ist, dann hört man sich ja gerne die zwei Fassungen der gleichen Geschichte an. Jetzt erzähl du doch mal. Also ihr wart letzte Woche bei diesem Tonschuh-Event und danach, du warst schon am Bügeln deines Nachthemds, habe ich gerade gehört, und wusstest gar nicht, dass du eigentlich 5 Minuten vorher geheiratet hattest. Wir waren in Mitte und zeitgleich an zwei Orten. Die Adidas Store hat 20-jähriges Jubiläum gefeiert und auf der anderen Straßenseite hat ein Konzeptstore eröffnet in der Memhardstraße, die sogenannte Platte. Und dabei haben wir festgestellt, dass sich beide Läden, also den Vorgänger von der Platte und den Original Store, seit 20 Jahren irgendwie beide Orte kennen. Und auf einmal war eine Jubiläum, Eröffnung. Und für mich war es mehr so ein, wir waren bei dem Adidas-Event, also ich mit Abstand der Älteste. Also wir hatten erst gedacht, die haben alle ihre Kinder mitgebracht, aber es waren die Gäste. Und die waren total süß, haben Videos gezeigt und es ging nicht nur um Tonschuh, sondern eine Kollektion, die Pommes drauf hatte und Waffeltüten. Und es war total nett und ich habe von dem ganzen Ehedrama nichts mitbekommen, das hat mir Esther am nächsten Tag geschrieben. Ich habe gedacht, dass gar keiner von uns Notiz genommen hat, aber da sage ich so falsch. Komm vor. Ich habe dich vorgestellt als jemand, der bei der DEFA startete, eine Ausbildung gemacht hat. Der genau. Ostdeutschland, ja, der DDR, klingt auch so komisch, das Wort. Aber DEFA nicht, nee, das ist immer irgendwie mal falsch. Okay, beim Fernsehen der DDR. Und du hast Kameramann lernen wollen oder du hast Fotograf? Ich wusste nicht, was ich lernen soll. Also es war, ich wollte nicht in irgendeinem Office stehen. Meine Leistungen haben nicht für ostdeutsche Hochschulen ausgereicht, hat mich auch nicht interessiert. Habe ich irgendwie so ein Zwischending. War eine Ausbildung als Fotograf, klang irgendwie anspannend. Aber es war null Leidenschaft, null, dass ich schon in der ersten Klasse meine Schultüte fotografiert habe oder irgendwas. Das gab es nicht. Ich habe dann bis zum Thema Mode affin. Ich habe mich dann bei der Jugendmode im Modeinstitut beworben und wollte auf den Laufsteg. Da war ich 16 im ersten Lehrjahr und war tanzen, zwischendurch auf einer Modenschau. Und habe irgendwie diese Fotografenausbildung gemacht. Das ist die Geschichte. Also ist dir eher passiert. Genau. Du musstest aber offensichtlich denn doch sehr richtig und gut aus dem Ärmel geschüttelt haben, weil die Sibylle, das Modemagazin der DDR, wurde natürlich auch mit dir verbunden. Arno Fischer, Sibylle Bergemann, ich habe sie kurz beide angeteased, sollen auch bekannt haben, dass du etwas mit eingebracht hattest, was es so vorher nicht gab. Du hast aber als Modefotograf vor allem Aufträge erfüllt, du hast irgendwann inszeniert und erst eigentlich viel später in deinem Fotografendasein konzeptionell gearbeitet. Warum eigentlich so spät konzeptionell? Ein Konzept gab zu allen Bildern eigentlich ja schon immer, weil die immer inszeniert waren. Es war nie ja der Marquardt, der die Straßen lang gelaufen ist und jemand mit einer Kamera verfolgt hat oder auf einen Moment gewartet hat, also beobachtet. Und Straßen lang laufen immer und ganz viel als Inspiration, überall auf dieser Welt. Aber nie mit meiner Kamera, und das war damals auch schon so. Und wir waren damals eine neue, wie schon in deiner Ankündigung, was da auf der Website von Ausgrottschule, das sind übrigens Worte von Christoph Tanner zum Kurator vom Bethanienhaus, der meinte mit New Wave, wir waren halt diese New Wave-Generation, und da hat man, die renommierten Fotografen wollten Leute wie uns auch eine Chance geben, nicht das Land verlassen zu wollen, was ja schon am Ende der 80er der große Trend war, erst recht bei allen Andersdenkenden und nicht so ganz angepassten Leuten. Und deswegen glaube ich, war das auch mehr so, dass man mir auch eine Bühne gegeben hat mit diesen Bildern, aber ich habe auch nicht dieses Heft geprägt. Das haben andere große ostdeutsche Fotografen, die auch schon genannt wurden, wie Bergemann, Malers, Arno Fischer in den 60ern, viel mehr. Und ich habe da, glaube ich, 5, heute sagt man Editorials, oder 7 irgendwie fotografiert. Zeitgleich dann auch immer noch, das habe ich jetzt, das hatte ich komplett vergessen, für ein Exquisit, das war so ein Modelabel,
die für ostdeutsche Verhältnisse eigentlich viel zu elitär waren, gab es so ein paar Läden. Es hatte fast was von einer Marktwirtschaft. Aber das schweift auch zu sehr ab. Ich finde es gar nicht, weil ich würde ganz gerne bei diesem Thema bleiben, weil ja doch so einige Dinge verwischen. Andere haben gar nicht mit reinriechen dürfen oder es gar nicht erlebt. Und Exquisit war natürlich eine Form von Edelboutique. Nicht jeder konnte dort einkaufen. Und man musste sich Exquisit auch leisten können. Es war wirklich, wie du schon sagst, was Edleres, was Besonderes. Aber Modefotografie bedeutet aus meiner Sicht natürlich auch immer das Schaffen von Welten. Und das finde ich ganz interessant. Und wenn du mich fragen lässt, wie bist du damals dran gegangen, wenn es darum geht, Welten kreieren in einem Land, dessen Außengrenzen ganz fest markiert waren? Durftest du Welten zeigen, die hinter diesen Grenzen liegen? In meinen Bildern oder in den Bildern, wo ich angefangen habe, war es ja immer auch eine Parallelwelt, die wir erschaffen haben. So ist ja auch Modefotografie, ist ja real und trotzdem irgendwie ja auch nicht. Also es ist ja immer irgendwas, was erschaffen wird. Das war, glaube ich, auch eine Form von Flucht ein Stückchen aus dem tristen Ostalltag, aus dem aber wir waren auch irgendwie stolz auf diese Generation, die Punk und New Wave ausgelebt haben, auch wenn in viel kleinerem als auf der anderen Seite der Stadt. So, es war schon irgendwie auch eine Parallelwelt, in der Isla existierte. Aber verrätst du uns, gab's zu der Zeit... Verrätst du uns trotzdem, gab es zu der Zeit, als du für die Sibylle fotografiert hast, für eine deiner Modestrecken mal etwas auf die Finger, weil du eine Tür aufgestoßen hast, durch die keiner gehen sollte? Nee, so weit hat man das nicht. Also es gab das ist aber auch schon irgendwie tausendmal erzählt worden, dass ich nicht in die Redaktion durfte, so wie ich aussah mit Iro und schwarz geschminkten Augen und musste immer von hinten in der Friedrichstraße an die Redaktion ranfahren, wenn ich da mal war. Am liebsten haben sich aber die Redakteuren auch beim Kaffee bei Ihnen am Prenzlauer Berg zu Hause mit mir getroffen. Ich habe nichts auf die Finger bekommen. Die haben festgestellt, dass ich mit den Mädchen, Frauen besser arbeite als mit professionellen Models, die ich kenne, mit denen ich sonst auch Fotos gemacht habe. Da gab es irgendwie auch ganz toll und waren dafür dann auch offen. Ich hatte da eine Menge Freiheiten auch schon. Aber natürlich gab es die Klamotten, alles war irgendwie viel steifer und anders, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und es war natürlich auch eine Erfahrung von Selbstbestätigung auch für mich und die Bilder. Ich habe als Berliner, ich bin ja wie Esther auf der anderen Seite der Stadt groß geworden und die Mauer war ja von unserer Seite her doch schon sehr durchlässig. Ich glaube, Esther hatte auch Verwandtschaft drüben, wie auch wir. Wir waren ständig drüben und natürlich haben wir gekichert, wenn ein Werbeslogan hieß, Konsum deckt den Gabentisch und dann wurde halt so Styroporschnee reingerieselt. Aber es war an sich auch schön und jetzt mein Geheimnis ist irgendwie, mein Bruder und ich, wir sind häufiger mit der U6 bis zur Friedrichstraße gefahren und haben da, wir durften ja in Intershop, auch als Stippis, und haben da uns immer ein bisschen Schokolade geholt. Und wenn ich so was erzähle, habe ich immer das Gefühl, ich wäre 45 unterwegs gewesen, aber das war es natürlich nicht. Das komme ich mir bei so einem Artist Talk auch immer vor, wie irgendwie noch aus der Generation eingeladen nach dem Zweiten Weltkrieg, oder? Also weil ich das alles schon, weil man natürlich eine Menge erlebt hat, aber es waren diese paar Ostjahre, nenne ich das mal, ich habe 84 angefangen zu fotografieren oder 83 und 89 ist die Mauer gefallen, das waren also 5 Jahre, die haben mich sehr geprägt, die haben, glaube ich, durch andere ostdeutsche Fotografen mein fotografischen Stil bis heute auch, mein Blick geschult, aber es kam noch mal eine ganze Menge Zeit, zum Glück auch danach. Also es ist so, mit dem Fall der Mauer begann ja noch mal zum Glück eine völlig neue und viel, viel längere Zeit als diese paar Ostjahre bis heute. Die Frage war, nochmal zurückgeschwenkt zu deiner Fotografie, wie wichtig ist dir, dass deine Bilder die Wahrheit zeigen? Ich schaffe auch eine Parallelwelt. Ich war zur Eröffnung von Esthers Ausstellung nach Leipzig gefahren. Das war Leipzig auf einmal während des Lockdown oder kurz danach, so ein bisschen, als wenn wir nach New York fahren. Es war ganz toll, ich liebe Leipzig und ich fand die Ausstellung sehr beeindruckend. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich hatte
nichts gesehen vorher. Und ich habe die Kulisse, was hier hinten zum Teil zu sehen ist, fand ich so toll, dass ich Issa an dem Abend schon gefragt habe, ob ich hier nicht nochmal mit dem Model herfahre und vielleicht ihre Werke dafür nutze. Fand den Raum irgendwie ganz toll. Und in dem nächsten Gedanken haben wir uns irgendwie überlegt, dass wir das zusammen machen. Und da aber der Hintergrund, also die Installation komplett per Band sind, wollte ich nicht Essa nochmal in ihrem Perband-Look da vorstellen. Das wäre wie so ein Doppelbrand irgendwie. Und wir haben uns, der Moment ist tatsächlich während des Hair-Make-up, wir haben uns dann irgendwie dahin gearbeitet zusammen, dass sie, Elisa meinte, ja, dann fotografiere mich da auch einfach nackt. Und so haben wir dann dieses Shooting in Leipzig. Ein total schöner Tag. Assistent Hadi, Saskia für Hair Make-up und Esther. Und der Jochen Hempel hat uns seinen Galerieschlüssel gegeben. Und dann haben wir den ganzen Tag und haben da fotografiert. Und wenn ich dieses Foto, ach, das wollte ich eigentlich sagen, wenn ich dieses Foto sehe, als ich das habe, dann, es hätte auch, es könnte auch in der Sibylle gewesen sein. Also so von, nicht, das ist da nicht ein, ja, es hat eine, für mich hat ja Issa dann dadurch auch so eine zeitlose Schönheit, so was, ja. Da erkenne ich dann wieder auch meine Herkunft im fotografischen Sinne. Du unterrichtest auch Fotografie und du scheinst deine Fotografierten auch dazu zu bringen, dass sie in ein gewisses Selbstvertrauen finden, was sie vielleicht per se auch haben. Aber es scheint fast so, als würdest du ihnen nochmal Mut zu etwas mehr geben. Ist Selbstvertrauen auch das gemeinsame Element, was du zwischen dir und Esther spürst? Oder die gemeinsame Haltung? Weil sie ja vorhin zum Beispiel auch sagte, dass es ihr ganz wichtig ist, dass sie mit ihrer Mode Frauen stärkt und ihnen den Rücken durchdrückt, damit sie gerade stehen, für sich einstehen. Ich möchte, glaube ich, den Leuten, die sich von mir fotografieren lassen, dieser Augenblick, der ja zwei Leuten gehört, sich aufeinander einzulassen und wie weit es geht, was geben mit den Bildern, was sie vielleicht vorher noch nicht gesehen haben, was sie aber im besten Fall stolz werden lässt, ein Stück nochmal anders, eine Seite von sich zu sehen, die sie vorher vielleicht so noch nicht nach draußen präsentiert haben, die auch ein Stück ein Geheimnis sind. Und trotzdem möchte ich auch niemand, ja, ich glaube, ich spüre ziemlich schnell, ob jemand sich wohl oder nicht wohl in dem Moment fühlt. Und der Protagonist, glaube ich, auch. Deswegen ist dieser Moment, man kann das alles ganz toll vorbereiten und der hat was mit viel Vertrauen zu tun. Vertrautheit ist natürlich nicht mit immer mit allen so, die man fotografiert, weil man sich nicht so gut kennt wie Issa und ich. Ja, aber ich glaube für Issa, aber das müsste man Issa fragen, war, glaube ich, das auch überraschend auf den Fotos so zu sein, dich zu sehen. Weil, ja, es ist sehr Moment pur, aber ohne, um wirklich nackt zu sein und stolz und selbstbewusst und weiblich. Sich selber sehen ist etwas, was vielen Fotografen dem Anschein nach doch sehr schwer fällt. Also es gibt wenig Fotografen, die wirklich mit großem Eifer oder mit so einem großen Impuls am liebsten selbst vor die Kamera schwingen. Lustigerweise gibt es einen Berliner Kollegen von dir, der wirklich schon lange tot ist, Heinrich Zille, der ja auch fotografiert hat. Der hat übrigens sich immer so fotografiert, dass sein Schatten mit ins Bild fiel, was ja eigentlich ein Fehler ist. Aber er hat das so als Signatur hinterlassen. Jetzt gibt es von dir natürlich allerhand Fotos. Es gibt die Autobiografie von dir, Die Nacht ist Leben, die ja eigentlich auch mal Esther gewidmet werden könnte. Aber das machen wir vielleicht einen Tick später. Es gibt Dokumentarfilme, in denen du
Thema bist, die sich um dich drehen. Berlin Bouncers habe ich schon erwähnt. Dieses Jahr ist herausgekommen Schönheit und Vergänglichkeit, in dem du auch vorkommst. Offensichtlich hat Corona vielen Künstlerinnen und Künstlern ja auch nochmal einen Auftrieb oder einen Antrieb gegeben, nochmal was Neues auszuprobieren. Hat dich Corona anders über Fotografie nachdenken lassen? Mich hat Corona erstmal komplett ausgebremst. Mein Leben so dermaßen, ja, es war schon auf jeden Fall eine Vollbremsung. Ich hatte 2020 ein tolles Projekt mit dem Friedrichstadtpalast zusammen und der CO, ganz großartig. Das hat mich so ein bisschen, glaube ich, nicht die Realität, die man hatte, auf einmal so ganz schnell und krass spüren lassen. Aber mir war die Zeit, die danach kam, nach dem zweiten Lockdown, mit dem zweiten Lockdown und dem erneuten Schließen aller Kulturbetriebe, Horror. Also wirklich. Also hätte ich nicht erleben müssen, tatsächlich. Aber vielleicht ist es auch die Sensibilisierung, die man irgendwie erlebt hat in den letzten Monaten vielleicht, oder dieses Rückfahren auf das, auch was ganz Gutes. Alle, die wir in Kultur arbeiten, haben natürlich in dieser Zeit etliche Ohrfeigen abbekommen. Ne? Also dieses Projekt, dieses Zerschlagen von Projekten, hinter oder vor verschlossenen Türen stehen, eine furchtbare Zeit, aber genau, ich sehe das wie du, die hat uns sicherlich auch geschult, auch auf eine gewisse Weise demütiger gemacht. Dieses Projekt, was du kurz zwischen den Zeilen angesprochen hast, mit der CO Berlin und dem Friedrichstadtpalast, heißt oder hieß Stages. Und dem Hören nach sollst du mittlerweile alle Tänzerinnen des Friedrichstadtpalastes an ihren Pupillen erkennen, weil du ganz dicht an sie ran durftest. Ist da was dran? Also Stages ist ja tatsächlich entstand 2019, also noch vor Corona, und ich war eingeladen in die Show und die Idee war, die Tänzer zu fotografieren. Die Show war perfekt, alles glitzerte, alles war toll und ich wollte mir irgendwas überlegen, wie fotografiere ich die Tänzer eigentlich anders, weil besser konnte man die nicht inszenieren, als sie auf der Bühne waren. Das war aber auch nicht meins. Und dann war die Idee, sie vor oder nach dem Auftritt zu fotografieren. Das war vor Corona und auf einmal war die Bühne weg und die Bilder haben, der Intendant rief mich an und meinte, dass man genau jetzt die Fotos zeigen muss, weil die waren auf einmal ohne Auftritt nach dem Auftritt. Und es war aber ja irgendwas, was noch während ihrer Spielzeit entstanden war. Und nee, aber dass ich alle wiedererkenne so schnell, nee, ganz schwierig, weil wir hatten nicht viel Zeit, weil es war, die Witterung war so wie heute draußen, ich arbeite nur mit Tageslicht und es war hart und tolle Erfahrung für alle. Du arbeitest nur mit Tageslicht, du arbeitest analog, halt nicht digital. Und dann passiert da etwas Merkwürdiges. Du hast dich auf Instagram angemeldet und seit 2013 da aber nie wieder was gepostet. Es gibt da 12. Das ist nicht mein Account, das ist ein Fake. Nee. Los, liebt man ja denn besonders, weil ich wollte natürlich wissen, ob du seitdem detoxst oder ob das, wie kann das sein, jemand, der analog träumt, der sich dann plötzlich digital zeigt. Also bist du gar nicht. Nee, der Account ist nicht von mir, nee. Ja, ist aber auch nicht so schlimm. Es gibt ja immer so eine Accounts, die den Leuten dann gar nicht selbst gehören. Ich konsumiere Instagram, aber ich möchte da nicht präsentiert sein, aber das stört mich auch nicht. Ist immer halt bei diesen, wenn Leute Sven Marquardt dann da als Follower landen, das ist dann immer, wo ich denke, oh, wie doof, aber eigentlich ist auch egal. Naja, mittlerweile hat er über 23.000 Follower. Der wird sich schon die Fäustchen reiben, aber vielleicht fiel ihm oder ihr ja seit 2013 auch nichts mehr ein. Wir werden es nie erfahren. Kommen wir doch aber mal zu dir. Es passiert ja auch nichts Schlimmes. Also es ist ja irgendwie so, ne? Also hat sich mal jemand vom Friedrichstadtpalast, glaube ich, für Social Media dahingesetzt und die ganzen Kommentare gelesen. Er hatte, glaube ich, Schlimmeres erwartet und deswegen stört mich das nicht weiter. Ich freue mich immer, wenn Issa was postet und wir was zusammen gemacht haben und denke dann immer, hey, schön, das freut mich schon. Aber ansonsten, das andere ist nicht so wichtig. Ihr habt gerade was
wirklich Besonderes wieder zusammen auf den Weg gebracht mit Nicholas Mockridge. Er ist Regisseur, er ist Schauspieler, er konnte heute Abend leider nicht kommen. Oder euer Buch heißt Fleischmann. Da steckt so viel Nichtwissen mit drin. Dieses Buch sieht ja fantastisch aus, wenn man, oder wird fantastisch aussehen, weil es ja demnächst erscheint. Es erscheint im Distanzverlag. Genau. Und die Ausstellung ist in der Deschler Galerie. Genau, und im Mittelpunkt steht Volker Spengler, eine Film- und Theaterlegende, ein Schauspieler, für den es auch keine klaren Grenzen gab, für der eigentlich eher überfließende Grenzen nach. Es gibt die 13 Monde mit Fassbinder. Was ist dein Volker Spengler-Moment, dass du gesagt hast, ich will unbedingt zu diesem Trio gehören? Und genau die beiden anderen sind die Ergänzung, die ich fürs Trio haben will. Mein Spengler-Moment ist tatsächlich, also Rainer Werner Fassbinders 13 Monde, was du gerade schon erwähnt hast. Ansonsten hatte ich bin nicht in der Theaterszene unterwegs, und Spengler hat ja dann alles, was danach kam, auf deutschen Bühnen erarbeitet und präsentiert. Und da war unser Niki das Bindeglied. Und Niklas Mockridge hatte mit Spengler irgendeine Affinität und hat ihn sehr geschätzt. Und Niklas kommt aus einer Schauspielerfamilie, und so entstand das Projekt Fleischmann. Also wir heißen nicht als Künstlerkollektiv Fleischmann, wir haben uns für Issa das Kostüm gemacht. Ich habe die Fotos, und Niklas hatte die Regie, der war der Direktor. Spenglers Leben in drei Akten zu fotografieren, eine Trilogie, Leben, Tod, Auferstehung, und dafür haben wir zusammengefunden. Das war aber schon 2016, und dann lag das Projekt 5 Jahre lang on ice. Warum auch immer, wir haben nicht den Ort gefunden, den wir wollten, oder? Dann hatten wir einen Ort, fanden das in der Pandemie, Leben, Tod, Auferstehung, draußen in Wählitz-Heilstätten, extrem unpassend, viel zu viel, also in der Lungenheilanstalt, in der ehemaligen, auch noch Leben, Tod, Auferstehung während Corona war, glaube ich, wäre ein bisschen viel gewesen. Also auch für uns, wir haben schon kaum noch Luft bekommen bei dem Gedanken daran. Und dann gab es durch die Galerie Deschler und Neustart Kultur in Berlin die Möglichkeit, die Sachen dieses Jahr dort zu zeigen. Ihr seid ja ein eingespieltes Team, und ich dachte, ich mache jetzt nochmal den Stuhl frei. Du hast neulich mal so schön gesagt, dass dich unsere Freundschaft ein bisschen an Patti Smith und Robert Mapplethorpe erinnert. Das fand ich ein unheimlich schönes Kompliment. Das kam, kam tatsächlich nach dem Shooting, weil ich fand, dass so, es gibt ein paar Fotos, die jetzt hier nicht so sehen sind, die mich total an Patti Smith erinnert hast, also ganz, so was ganz anderes auch nochmal in dir gesehen habe. Stimmt, das war nach dem Shooting. Mhm. Und dieser Moment des Shootings war auch wirklich was Besonderes, ich glaube auch in unserer Freundschaft. Für mich war es total besonders, weil ich war die meiste Zeit wenig bis gar nicht bekleidet, und das ist jetzt auch nicht was, was mir leicht fällt oder was ich so mache. Und das war, dafür bedurfte es sehr viel Vertrauen. Und ich weiß auch, wir waren irgendwie, es war so ein bisschen, unruhig vorher. Ich wusste nicht, wie du damit umgehst. Du wusstest nicht, wie ich mich fühle. Ja, weil ich sonst ja auch nicht. Du bist ja auch kein Nacktfotograf. Deswegen, für mich waren aber deine Installationen, das, was du anhast, was du bist. Und das war das, was ich vorhin schon mal kurz versucht habe zu erklären, dass es mit noch einer Klamotte davor, so, vor dem. Wäre langweilig gewesen. Ich brauchte da irgendwie diesen Gegensatz, das ganz Pure, und du hast es aber irgendwie so weggetragen. Aber das hat auch diesen Moment dann ausgemacht, als wärst du angezogen. Du hast es auch tatsächlich geschafft, dass ich mich nicht nackt gefühlt habe, was ja auch irgendwie besonders ist, bitte. Also sind wir doch eigentlich schon ein altes Ehepaar. ja, aber das war für mich auf jeden Fall ein großer Meilenstein für unsere Freundschaft. Und ich glaube, seitdem hat sich das vielleicht auch noch mal intensiviert. Ich arbeite wahnsinnig gern
mit Sven zusammen, wie gesagt, ich habe das vorhin so ein bisschen, Christian hat mich so motiviert, hier so loszufrotzeln auf so eine Berliner Art, aber nichts, was ich gesagt habe, war nicht auch ernst gemeint und so, dass du auch Inspiration für mich bist, dass du wirklich dieses Auge hast, was wie so vorgeschaltet ist vor mein Auge manchmal. Dann kommst du und sagst, Isa, ich brauche jetzt hier eine Schlaghose. Kannst du mal bis in 2 Wochen? Ich brauche die jetzt. So, und dann denke ich so, warum ist Sven jetzt eine Schlaghose? Okay, und dann hat er sie an und denke ich, ja, weil es einfach scheißengeil aussieht. So. Und es ist irgendwie, es ist toll, es macht Spaß. Ich habe heute gedacht, eigentlich sagen wahrscheinlich die Fragen, die ich an dich habe, sehr viel mehr über mich selber aus, als die Antworten, die du geben wirst, über dich aussagen werden. Wenn du noch mal 30 Jahre zurückreisen dürftest, würdest du was anders machen? Nee. Also auch die Zeit, es gab ja mal eine Zeit, in der ich keine Fotos gemacht habe, ne? Genauso, die war total wichtig. Also unbedingt. Kam, ich glaube, die war für Außenstehende, die mich aus Ost-Berlin kannten, schwer nachzuvollziehen als für mich selbst. Gut. Meine Antwort behalte ich natürlich für mich. Ah, ist das ein Ping-Pong? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, ich habe nur die Aufgabe, dir Fragen zu stellen. Es tut mir leid, Leute, aber müsst ihr mich nochmal persönlich einladen zu einem Gespräch. Also ich weiß natürlich auch von der Anfangszeit, wo ich dich kennengelernt habe, und ich kann es mir vorstellen, man ist ja erstmal beeindruckt, irritiert, beängstigt von deiner Person. So, es ist so dieses Unnahbare und das kenne ich natürlich auch, aber du hast es wahrscheinlich noch ein bisschen extremer als ich, aber ich kenne so dieses, es ist da die Unnahbare, die nur schwarz trägt, die ist immer so ernst. Warst du für mich früher dann auch, ja? Siehst du hast auch Angst vor mir gehabt? Aber als du mich zu deinen ersten Shows eingeladen hast, war es für mich, ich dachte, oh, bist das halbe Jahr in Paris und die andere Zeit in New York und so, und ich komme jetzt mal an der Volksbühne zu deiner Berlin-Show. Das war schon, das hatte ich so wahrgenommen, also irgendwie, dass es manchmal gar nicht so viel, also es ist immer dieser Riesentrubel, du hast die tollste Presse der Stadt zur Mode. Ich glaube, du bist ja dann dem Großen, deinem Publikum viel näher gerückt durch Making the Cut, in der Zeit, wo auch alle eigentlich unbedingt sowas sehen wollten und es war halt irgendwie auch die Zeit, dass man nicht raus kann und deswegen auch noch viel mehr Sendung, Shows konsumiert wurden. Ich glaube, dass du da den Menschen viel näher gekommen bist. Das stimmt und das wollte ich eigentlich sagen, dass ich konnte diese Hemmschwelle ja nicht bewusst, aber es ist so passiert, dass durch diese Show diese Hemmschwelle irgendwie gebrochen wurde. Dass jetzt Leute denken, ach, die ist ja eigentlich voll nett. Die ist ja gar nicht so abweisend oder was auch immer, dieses Bild so. Und ich glaube, das verbindet vielleicht uns auch, dass bei dir die Menschen auch so ein Bild von dir haben. Ich würde dich gerne fragen, um etwas Persönliches sozusagen von dir zu erfahren, hast du eine romantische Ader? Und wenn ja, wie äußert die sich? Für mich glaube ich, ja, wahrscheinlich. Also. Und die zweite Frage war, wie äußert sich das? Ich liebe, am Pazifik lang zu fahren auf irgendwelchen Highways. Es war wie ganz unwirklich, also und doch ganz real. Also so ist es nicht, also sowas. Natürlich ist es so, ich bin mit Hardy, mit meinem Assistenten unterwegs gewesen, sind natürlich so Momente, die ganz großartig sind, dass man die mit jemandem teilen kann. Also, weil wem sollte man sonst sagen, ich glaub's nicht, was ich gerade sehe. Also so, ich glaube, dieses Bewusstsein von Natur und ja, bin ich dann oder in irgendeinem Motel übernachten mit einer 3x6 an der Tür oder keine Ahnung. Ja, bin ich. Vielleicht, also eine Frage habe ich noch, aber die ist ganz kurz. Aber vielleicht gehen wir dann mal über in, wir trinken mal endlich und unterhalten uns einfach, wie wir eben Lust und Laune haben. Also meine letzte Frage wäre,
würdest du mir noch ein Buch signieren? Weil ich besitze nämlich noch keins. Das wäre total toll. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr alle so geduldig uns zugehört habt, dass ihr alle gekommen seid. Ich bedanke mich bei Marc und Christian, die wirklich meine Lieblingsgesprächspartner sind, immer wieder. Und schaut gerne am Büchertisch. Es gibt irgendwie tolle Bücher von Sven, es gibt irgendwie den Katalog von Fleischmann, es gibt seine Biografie. Ja, und ich freue mich, wenn ihr einfach immer wieder bei den Geistesblüten vorbeischaut. Ich möchte auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank sagen für die Einladung, Esther, dass ich heute mit dir dabei sein darf und bei Marc und Christian, die ich heute ja das erste Mal persönlich kennengelernt habe. Und es war ganz still die ganze Zeit und ganz konzentriert, gar nicht getreu aus meinem Magen und war so still und leise, dass ich hoffe, dass es für alle die ganze Zeit auch spannend war, was so zu erzählen gab. Vielen Dank.